Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 477 am Freitag, den 22. März 2024. Es ist 21.30 Uhr. Wir haben 9 Grad Außentemperatur in Viersen. Ja, ich bin nochmal hier geblieben, denn ich hatte ja heute die Autoscheiben, Windschutzscheibenreparatur und danach gleich ein längeres Kundenmeeting wegen einer Webseite, wo wir die nächsten Schritte besprochen haben, die nächsten Absprachen gemacht haben. Und danach, und daraus komme ich jetzt direkt, habe ich noch eine Podcast-Aufnahme gehabt mit der lieben Anja von den Camper Nomads. Viele Grüße an dieser Stelle auch nochmal. Und wir haben wieder einen Rückblick gegeben auf die letzten 4 Wochen. Diese Folge kommt dann Dienstag in 2 Wochen raus. Also in gut 2 Wochen. Und da könnt ihr dann so allerhand wieder hören, was wir so gemacht haben in den letzten 4 Wochen. Und wo denn unsere Herausforderungen waren etc. Ja, meine Herausforderung heute war natürlich, zu Carglass zu gehen. Jetzt habe ich den Namen genannt. Ich habe es die ganze Zeit vermieden, aber ich tue das sehr gerne. Es ist unbezahlte Werbung. Ich kriege dafür nichts, aber ich habe mich da so wohl gefühlt. Ein ganz toller Service, zumindest hier in Viersen. Ich kann ja nur für diese Filiale sprechen, wo ich jetzt heute war. Tolle Jungs, falls der ein oder andere das hört, weil mein Aufkleber auf dem Auto gesehen hat und jetzt den Podcast hört, dann herzliche Grüße und ganz, ganz lieben Dank nochmal. Erstens super gearbeitet, soweit ich das beurteilen kann. Er hat mich extra nochmal reingeholt in die Werkstatt und hat mir nochmal was gezeigt. Die Bilder werde ich auch nochmal verarbeiten und euch zeigen bei Instagram und Facebook. Heute Abend jetzt nicht mehr. Ja, und dann durfte ich die ganze Zeit dort am Kundentisch neben dem Kaffeeautomaten sitzen und dort arbeiten. Habe an der Webseite gearbeitet für meine Kundin und für heute Abend für das Meeting alles vorbereitet oder einen Teil davon. Und durfte mir Kaffee nehmen, so viel ich wollte. Und mein Akku war dann irgendwann leer und dann habe ich mich so umgeguckt im Raum, ob denn irgendwo eine Steckdose wäre und hätte dann ganz nett gefragt, ob ich mich da anstöpseln darf. Und dann kam ein Mitarbeiter aus der Werkstatt und hat gesehen, dass ich mich umgucke und sagte, suchen Sie was? Kann ich Ihnen behilflich sein? Dann sage ich, ja, Strom wäre toll für meinen Akku, ansonsten muss ich jetzt Feierabend machen, dann ist das so. Dann guckte er auch nochmal so mit und da waren aber immer nur an den Automaten, an den 2 Getränkeautomaten halt eine Steckdose. Und ja, ich hätte jetzt noch einen Mehrfachstecker mitgehabt und so, aber das ist, man will ja die Maschinen nicht ausstecken, um Himmels Willen. Und dann sagt er, ach, kein Problem, ich lege eine Verlängerungsrolle hierhin von der Werkstatt. Und dann hat er eine Verlängerungstrommel genommen und mir Strom an den Tisch gelegt und dann konnte ich da arbeiten. Also wie genial war das denn bitte? Also ich habe dann auch ein ordentliches Trinkgeld in die Kaffeekasse geschmissen abends, weil ich das richtig toll fand, dass ich da stundenlang sitzen durfte und auf mein Auto warten durfte und ja, das noch gezeigt bekommen habe. Und also es war ein richtig netter Schnack dann noch mit den einzelnen Mitarbeitern. Es war richtig toll. Und jetzt kommt der Oberhammer, haltet euch fest, der Monteur, der meine Windschutzscheibe ausgebaut und eingebaut hat, zumindest einer von den beiden, da waren zeitweise 2 dabei, das ist ja eine Riesenscheibe, der war selbst jetzt ein Jahr unterwegs mit seinem Camper. Und Tour durch Europa und ganz viel auch in Deutschland unterwegs gewesen und fand das natürlich klasse, dass ich jetzt schon fast 6 Jahre unterwegs bin und fand er richtig toll und wir haben kurz geschnackt so und ja, also besser hätte ich es nicht treffen können, oder? Rundum Versorgungspaket bei Carglass. Also das fing schon so an bei der Auftragsannahme per Telefon vor 1,5 Wochen, als ich den Termin gemacht habe. Das war schon ein super Gespräch mit der Mitarbeiterin am Telefon. Also ich kann die Jungs und Mädels also nur wärmstens empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Top-Empfehlung und ja, echt ein super Job. Ja, nun kann ich wieder gerade durch meine Scheibe gucken. Ich glaube, ich habe noch nie so eine saubere Windschutzscheibe gehabt.
Also richtig klasse. Allerdings regnet es jetzt. Vielleicht hört man es auch im Hintergrund. Ich bin mal gespannt, denn ich werde jetzt nochmal meinen Platz wechseln. Ich stehe jetzt immer noch bei einem Supermarkt auf dem Parkplatz, weil hier das Internet halt super ist für die Podcastaufnahme. Und an dem Übernachtungsplatz hatte ich gestern Abend noch ein Meeting. Und da bin ich zweimal aus Zoom rausgeflogen. Obwohl die Download- und Upload-Rate in Ordnung war, aber irgendwie war, vielleicht war das Netz auch instabil, warum auch immer. Also es hat weder über den Handy-Hotspot noch über meinen Router geklappt, irgendwie sauber. Und dann dachte ich, für die Podcast-Aufnahme heute Abend fahre ich lieber hierhin. Und das ist auch ja ein Katzensprung von Carglass. Das sind irgendwie zwei Straßen weiter. Und insofern hat das gut gepasst. Jetzt fahre ich zum Übernachtungsplatz, wo ich letzte Nacht war, und stelle mich dorthin zum Schlafen, weil hier auf dem Parkplatz, das geht natürlich nicht. Beim Supermarkt ist das nicht so klasse. Also da müsste ich ganz früh weg und das will ich natürlich auch nicht. Morgen ist ja Samstag, morgen will ich auch ausschlafen. Also, dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt Anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.